Herzlich willkommen zu einer Folge Kaffee in Thüringen 2.0, Version 2.0, 0.0. Wir machen aktuell Mais. Einer macht aller Ruhe Stroh. Das läuft eigentlich das alleine ganz gut. Wir müssen hier ein bisschen korrigieren. Ob die hier so abkippen, ne? Geht aber noch gar nicht, ne? Ich habe ja hier die Version genommen für Abkippen und einen Punkt letztendlich. Weil ich festgestellt habe, wenn ich das nicht mache, dann fahren die mit dem letzten halben Hänger halt durch. Ne? Und dann ist der ganze Mist bis zum Acker verteilt. Und das ist dann ordentlich blöd. Muss man höchstens zwei Silos entsprechend nehmen. Die dann durchfahren kann. Aber nicht. War immer eins voll, ne? Da kann der andere schon mal gären, der andere gärt schon mal fleißig. Da. Naja, das dauert noch ein bisschen, aber da können wir erst unser Geld verdienen. Ja, wir haben ja auch Kosten. Die Geräte müssen bezahlt werden. Kreditrahmen ist leider ausgeschöpft. Aber irgendwie. Denkt man, das kriegen wir hin. Ein paar Fahrzeuge liegen noch im Felder, Mission, ehemalige Mission. Die werde ich wahrscheinlich abbrechen. Wahrscheinlich. Entweder zu spät oder. Ja. Dann nehmen wir den Kasi runter und machen den verdichten und verteilen. Beziehungsweise der nächste kommt schon wieder. Ah ja, gut. Dann machen wir erstmal den nächsten abfertigen mit unserem blauen Sprinter hier. Ist ja kurz geklappt, zwar nicht hundertprozentig. Aber ganz ohne weg alleine aufgeschmissen. Und werden überhaupt nicht fertig werden. Da wäre unsere Fabrik nur ganz gut. Die das dann automatisch umwandelt in Silage. Ansonsten, das Silo wäre alleine im Prinzip nicht oder schwer also ganz schwer machbar. Wer natürlich Geduld hat, der kann es auch allein machen. Aber wie gesagt, hier so ein Helfer, der die Felder abfahren kann. Die ja hier immer nicht helferfreundlich sind, das ist ja halt so, ne? Weil es gibt in der Natur im Prinzip keine Felder, die perfekt akkurat nach rechts hinten gemacht wurden. Sondern eher abgegrenzt werden nach entsprechenden Boden oder Grenzen oder ja, natürlichen Einflüssen, also wie Flüsse oder sowas, ne? Das ist ja dann auch so, ne? Da müssen wir das ein bisschen einebnen und das ist natürlich blöd, wenn er entsprechend Arsch hoch geht hinten oder runter. Dann geht das Schild ja auch entsprechend, dann müssen wir das ein bisschen korrigieren. Da kriegst du so eine Wellen rein und das ist Katastrophe. Und dann fällt man sich fest. Will doch keiner. Ja, dann ist er voll. Und dann ist er sauer, wenn er voll ist. Ist so einfach. Wir müssen dann mal eine Weile gehen.
bezahlt das halbe Miete. Ups. Also hier am Mond hier, ne? Ein bisschen tiefer und oh. Platz machen. Die wilden Fahrer fahren durch. Langsam aber sicher füllt sich die Anlage hier. Hier wäre so ein Fahrzeug mit, wo alle Räder sich Gas geben können, ne? Oder zumindest bei Bedarf zuschaltbar wäre. So was gibt, weiß ich nicht. Fahrzeug mit großen Ketten. So eine Schneeraupe hier, so eine Pistenraupe. Da machen die jeden Tag die Piste wieder fertig. Und nachts arbeiten die fleißig. Die verteilen den Schnee. Oft mache ich noch Kunstschnee in der Nacht. Oh, das ist nicht schlecht. Diese Kugel liebe ich so. Ein bisschen verteilen. Ich glaube, da kommt der nächste. So, ich hoffe, ihr hört die Musik. Ich habe nichts geändert an der Einstellung. Das ist die gleiche wie bei der Marsch. Und da ist ganz gut gelaufen, denke ich mal. Ja, kippt den anderen Punkt ab hier, ne? Da wo er stehen bleibt, da stehen. Das ist schlecht. Ich will mal schauen, ob ich einen Traktor habe für meine Verteiler. Dann muss ich meine Abfahrer mal kurz Pause stellen und dann muss ich in aller Ruhe hier verteilen. Wie gesagt, diese Senken sind schlecht. Füll mal auf. Ich glaube, ich habe schon wieder Stau hier. Vielleicht auch nicht. Fahrerprobleme. Das blöde Speicher, was ich brauche. Den nicht.
Pause, wa? Kommt mir gelegen. Ja, das ist mir ganz komisch. Mal läuft das hier geschmiert und dann läuft ja gar nichts mehr. So wie aktuell. Ja, ich muss den Verteiler holen, sonst hat er das nichts. Ja, die machen mir zu viele Berge rein hier. Katastrophe. So, gut. Verteiler holen. Verteiler ist von da und auch so ein Traktor, der das entsprechend aufnehmen kann. So, mal schauen, ob wir einen finden. Haben wir eigentlich genug? Das ist hier die anderen Fahrzeuge. LKW ist nicht geeignet. Drescher auch nicht. Und der auch nicht. So. Was ist hier los? Roman, lass erstmal einen Verteiler. So, wir machen uns keinen Stress. Das heißt jetzt ein Fahrzeug holen, der das machen könnte. Und wir wollten noch ein Feld noch fertig machen. Hier selber starten lassen für Restdüngen. Das war mir auch wichtig, dass er auch macht. Was sind denn diese Fahrzeuge da? So, mal gucken mal. Da unten haben wir keine Fahrzeuge. Den Traktor wird er nicht nehmen, aber da ist noch ein Radlader. Gut, keine Gabel drauf. Dann können wir den anderen abgeben, ne? Gut, fahren wir mal jetzt noch. Schau mal, umrüsten können. Schau, wo können wir ja nehmen. Und dann holen wir uns. Beziehen wir den mal testen.
So, fahren wir uns im Hof, mal schauen, was wir da machen können, ob wir in breite Reifen spendieren können oder irgendwelche Gewichte hätten oder so. Schauen wir. Wir haben noch keinen Stress. Bei der Ernte fahren wir auf 1, da kommt kein Stress auf. Und sobald dann irgendwie die Ernte vorbei ist, dann kommen wir wieder auf 5 oder 10 Spiele oder 15. Und das ist okay. Jo, wir fahren noch kurz im Hof. Das ist für mich eine Erinnerung, dass die Folge nicht so lang wird. Ja, uns geht mir ganz schnell bei 20, 30 Minuten her, also ein bisschen zu lang. So. Der Tank ist voll. Dann können wir den anderen zurückgeben. Den tritt doch nochmal Glas und den werden wir entsprechend aber erst testen, bevor wir neu mieten und vom Händler fahren müssen. Aber es kann passieren, dass ich den total vergesse und kurzerhand abgebe. Also die Gefahr ist da. Schauen wir mal, was wir machen können. Standard. Michelin. Nokia, Trelleborg. Und dann kann er Zwillingsbereifung. Zwillingsbereifung. Ah, vorne. Ach, Pflegebereifung. Wir wollen ja nicht pflegen, wir wollen ja was verbrennen, ne? Konfigurieren. Genau. Für 3000? Mann, das war ein paar Reifen. Schauen wir mal, ne? Jetzt haben wir zum Silo. Und dann kommen wir in der Regel ganz zurecht, dann können wir zumindest den Mais ernten, ne? Sobald wir was verteilt haben. Ja, das brauchen wir dicht am Weg angepflanzt. Nicht mein Feld. Ich bin unschuldig. So, mal wie wir durchkommen, ohne Schild. Gut. Machen wir kurz Allrad. Wenn du so ist. Helfer Fritz hat Arbeit beendet. Erfolgreich. Siehste. Nun, ich schau, das wird noch. Tschüss und wie gewinkt, ich sag mal so. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.